Hallo Sascha Lobo. Mein Name ist Sascha Lobo, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Autor, ein stolzer Autor des Rowohlt Verlags und habe gerade ein Buch rausgebracht namens Internet, Segen oder Fluch. Darin stehen auch Dinge zum Urheberrecht und zwar vor allem, dass ich glaube, da steht jetzt im Buch mit sogar drin, dass ein Dialog notwendig ist zum Urheberrecht in der digitalen Welt zwischen allen beteiligten Parteien. Und Parteien nicht politisch gemeint, sondern allen beteiligten Gruppierungen. Dass da Autoren, auch unterschiedliche Autoren am Tisch sitzen, dass da Inhalte verwerte, Verlage mit am Tisch sitzen, wenn man das jetzt auf Bücher bezieht, dass da auch Leser mit am Tisch sitzen, dass da Nutzer mit am Tisch sitzen, dass da Leute, die mit Inhalten arbeiten, mit am Tisch sitzen. Ich kann nicht genau sagen, wer wo wann welchen Hut aufhaben soll, aber ich weiß, dass das Urheberrecht schon immer, auch wenn das in Vergessenheit geraten ist, schon immer ein Instrument des Ausgleichs von Interessen war. Es ist nicht ein Instrument, um eine spezielle Rechtslage so rigide wie möglich durchzuprügeln, sondern ein Instrument zum Ausgleich von verschiedenen Interessen. Interessen der Öffentlichkeit, Interessen der Nutzer, Interessen der Künstler, Interessen der Verwerter. Da gibt es eine ganze Menge Interessen. Und der Prozess, dass dieser Ausgleich neu ausgehandelt wird, dass man neu verhandelt zwischen allen beteiligten Gruppen, was braucht man, wie kann es umgesetzt werden, wie können wir uns da annähern, das halte ich für eine extrem wichtige Aufgabe des Dialogs. Ich weiß, dass es da teilweise sehr widerstrebende Interessen gibt, aber ich glaube, dass wir keine andere Chance haben, als in einem Gespräch im runden Tisch diese widerstrebenden Interessen so gut wie möglich zu vereinen. Ohne den einen hinten runterfallen zu lassen und ohne zu sagen, naja, müssen die Künstler eben umsonst arbeiten, ohne zu sagen, nein, dann wird das halt hochkriminell, was da getan wird und jeder kommt in den Bau, der mal etwas illegal runtergeladen hat. Da gibt es verschiedene widerstrebende Interessen, die auch mit dem Internet natürlich zu tun haben, vor allem mit dem Internet. Da einen Ausgleich zu schaffen, das halte ich für absolut essentiell. Habe ich jetzt viermal gesagt mit dem Ausgleich, da muss man mir glauben, das ist ernst gemeint.